und schauen mal. Koboldstadion, Arena 1 immer noch. Ich kämpfe jetzt einfach so lange, bis wir da in die neue Arena kommen, weil ich möchte da gerne mal reinschauen. Überlege. Riese hinten hin, langsam um Elixier aufzubauen. Da kann uns der Gegner noch nicht angreifen. Der Gegner pusht auf der linken Seite mit einem Prinz und einem... Oh, gar nicht gut. Ich habe mir natürlich gedacht, ich nehme lieber Bodentruppen, weil die dann auf die Bodentruppen gehen. Aber wenn ich die Bodentruppen natürlich so setze, dann kann das natürlich nichts werden, weil sie trotzdem auf den Turm gehen. Och je. Das muss ich auch erst noch lernen. Das ist noch nicht so ausgereift hier, mein Spiel. Noch ein paar Kobolde hinterher, weil der Riese braucht halt dann doch relativ viel Schaden, den ich ihm zufügen muss, damit er dann endlich down geht. Ihr seht es, obwohl ich 3 Kobolde und eine Walküre drauf habe, kommt er trotzdem noch mit einem Schlag durch. Aber bei mir ist es irgendwie nie so. Ich habe immer das Gefühl, dass mein Riese wirkungslos verpufft. Aber ich glaube, das kommt mir nur so vor. Riese rechts. Bomber hinterher. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier selber kein Eigentor kassieren. Ein bisschen Schaden, den nehme ich jetzt auf mich. Und dann setze ich ein Drachenbaby, um hier die Bogenschützen abzuwehren. Weil die Bogenschützen sind, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Wenn es denn dann, wenn die denn dann auf einen Turm schießen. Rechts der Mini-Packer, links der Baby-Drache. Was machen wir jetzt noch gegen den Mini-Packer? Ich glaube, der Mini-Packer, da müssen wir gar nichts setzen. Ich glaube, er dürfte nicht mal einen Hit abbekommen. Yes, sehr gut. Spekuliert und nicht verspekuliert, sondern richtig spekuliert. Manchmal muss man da so ein bisschen Risiko eingehen. Wobei, Risiko war es nicht wirklich. Naja. Jetzt überlegen wir uns. Oh, ich bin schon wieder auf Elixier voll. Wieder zu viel geredet. So, Riese vorne weg, um die Musketieren abzulenken. Sehr gut, Bomber daneben. Bomber, mach's. Ja, der Bomber macht's. Drache hinterher. Gehen wir auf 3 oder gehen wir auf 2? Ich gehe jetzt lieber mal auf 2. Unser Babydrache soll hier links ein bisschen Schaden machen. Und genau, dann setzen wir hier noch ein paar Kobolde. Die Kobolde dürften die Bogenschützen ablenken. Und die Walküre hat hier den zweiten Stern geholt. Und jetzt gehen wir auf die zweite Krone, nicht den zweiten Stern. Jetzt gehen wir hier auf Verteidigung. Der Riese soll ablenken. Die Bogenschützen sind schon abgelenkt. Sehr gut. Und der andere Riese, der macht wenig Schaden. 10 Sekunden. Jetzt könnten wir sogar nochmal pushen. Jetzt probieren wir es nochmal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nein, das wird nichts. Das wird nichts. Nicht schlecht. Gutes Spiel. Geben wir ihm ein Dankeschön. Oh mein Gott, eine Magietruhe. Eine Magietruhe. Oh, wie geil. Ich glaube, das ist die erste im Let's Play. Das ist die allererste Magietruhe, die wir bekommen haben. Wahnsinn. Sehr gut. 12 Stunden braucht die zum Anlocken, zum Entsperren. Heu, was ist denn da drin? Da schauen wir doch gleich mal hier hin. In die, wenn man sie sich kaufen würde, 200 bis 250 Gold und 30 Karten, davon mindestens eine epische und 6 seltene. Wahnsinn, die machen wir heute über Nacht auf, würde ich sagen. Und in der nächsten Episode gibt's dann die das Öffnen von der Magietruhe. Sehr cool. 360 Pokale sind wir jetzt gerade dabei. Dann holen wir doch nochmal die eine Krone holen wir noch. Und dann machen wir noch einen Kampf, um dann in die neue Arena zu kommen. So, gleich dabei gegen Joni 8. Ein Level 3er. Lassen wir uns überlegen. Eine Hexe, Walküre, Bomber. Bomber sind super gegen Hexen. Hexe erfolgreich abgewehrt. Drachenbaby, das war vermutlich Verschwendung, weil der Packer sowieso da besiegt wird. Ja, das war Verschwendung. Eieiei. Hoffentlich macht er wenigstens noch ein bisschen Schaden. Komm schon. Einen Schuss. Ja, okay, einen Schuss. Der hat zwar nicht viel, der hat nur 100 Schadenspunkte gemacht, aber immerhin etwas. Dann war er nicht ganz umsonst. Dann haben wir hier einen Riesen vom Gegner, der ist nur Level 2. Unserer ist schon ein Level besser. Dann kontern wir den mal mit Bogenschützen und mit ein paar Kobolden. Die stechen hier ordentlich zu und machen auch genügend Schaden.
Und dann pushen wir doch gleich auf der Seite. Na, den Riesen habe ich natürlich wieder ein bisschen falsch gesetzt. Zu weit links. Ein Bomber. Habe ich da einen Bomber reingesetzt? Nein, ich habe keinen Bomber. Ich habe die Valkyrie reingesetzt. Ah, das dürfte schon ganz gut laufen. Jetzt ärgern wir ihn ein bisschen. Setzt dann nämlich seine ganzen Truppen auf der linken Seite. Dann ärgern wir ein bisschen und setzen auf der rechten Seite unser Drachenbaby. Der dürfte da dann ordentlich Schaden machen. Und jetzt gehen wir volle Pulle links rein mit einem Bomber. Und die Valkyrie macht da Schaden. Und dann noch ein paar Bogenschützen hinterher. Da konzentrieren wir uns jetzt gar nicht auf die Hexe. Das werden 3. Super. Super. Da haben wir Joni 8 geschlagen. Mit 3 Kronen. Plus 30 Trophäen. Und wir können unsere Kronentruhe öffnen. Und eine Beitrittsanfrage von einem Franzosen. 77 Gold. Ein paar Juwelen. Nochmal Speerkobolde. 3 Pfeile. Sehr gut. Bomber. Können wir jetzt endlich verbessern. Und die Valkyrie. Hat sich eigentlich bis jetzt ganz gut bewährt. Oh, danke, Knuddel Angel 22. Die Valkyrie hat sich eigentlich bis jetzt bewährt. Die hat relativ viel Schaden gemacht mittlerweile. Und wir verbessern jetzt, glaube ich, erstmal den Bomber. Auf Level 4 verbessert. Gibt wieder ein paar Experience, ein paar Erfahrungspunkte. Und wir haben noch relativ viel Gold übrig. Ich würde ja gerne ein bisschen sparen, aber irgendwas würde ich auch noch verbessern. Wisst ihr was, wenn wir den Feuerball hier drin haben, dann verbessern wir den doch auch noch gleich mal. Auf Level 2. Und wieder ein paar Erfahrungspunkte mehr. 3,5 haben wir durchschnittliche Elixierkosten. Und wir sind jetzt bei 390. Also einen Kampf möchte ich definitiv noch machen, wenn wir in der neuen Arena sind. Du kannst keine neuen Truhen erhalten, trotzdem einen Kampf beginnen. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Wir sind jetzt noch in der... Nein, sehr gut, wir sind schon in der Knochengrube. Da haben wir wohl einen Gegner gefunden, der schon in der Knochengrube ist. Und der fängt gleich mal an, hier mit einem Mini-Packer uns zu ärgern. Da setzen wir eine Valkyrie und der Babydrache, den kontern wir mit unserem eigenen Drachen. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Unser Babydrache hat noch keinen Schaden genommen, jetzt ein bisschen was. Die Musketierin ist jetzt auch down und unser Babydrache dürfte jetzt noch ein paar Flammenstöße auf den gegnerischen Turm abfeuern. Jetzt kommen hier ein paar Speerkobolde. Ich schaue, dass ich die mit einem Bomber erwische. Dann den Riesen vorne weg, damit wir den Bomber wieder tanken. Oh, und da kommt eine Valkyrie. Da kommt eine Valkyrie. Macht es unser Bomber? Er macht ein bisschen wenig Schaden an der Valkyrie. Aber unser Riese dürfte durchkommen. Da jetzt noch was nachzusenden, ist, glaube ich, Quatsch. Das lassen wir lieber mal. Da kommt ein Mini-Packer. Da setzen wir ein paar Bogenschützen. Ich glaube, die dürften reichen, den jetzt aufzuhalten. Locker. Genau, locker. Da kommt ein Bomber. Ein Bomber. Was machen wir gegen den Bomber? Die Valkyrie. Weil die Valkyrie... Oh, oh, er ist schon weg. Na, egal. Dann halt Babydrache. Sieht ganz gut aus für uns bis jetzt. Jetzt setze ich mal eine... Warum habe ich jetzt den Bomber gesetzt? Ach, ich dachte, die Kobolde kommen durch, aber sind sie dann doch nicht. Na, egal. Unser Babydrache dürfte das Rennen machen hier gegen den anderen Babydrachen. Und da kommt ein Riese. Den Riesen kontern wir mit ein paar Kobolden. Und setzen unsere Bogenschützen wieder an die Seite. Ich mag das eigentlich, die Bogenschützen immer an die Seite hinzusetzen. Weil da sind sie noch ein bisschen geschützt. Und können trotzdem direkt angreifen. Läuft ganz gut. Unsere Bogenschützen laufen gerade direkt zu auf den gegnerischen Turm. Und machen hier auch noch ordentlich Damage. Das ist das. Die machen echt viel, viel Schaden hier. Wenn die alleine auf dem Gegner sind. So, wir lenken die Valkyrie ab mit unserem Riesen. Und greifen sie dann mit unserem Babydrachen an. Und der Bomber macht hier, glaube ich, relativ wenig Schaden, weil der Riese natürlich viele Lebenspunkte hat. Schicken wir es noch die Valkyrie hinterher? Ja oder nein? Wir schicken sie hinterher. Oh, da kommt ein Mini-Packer. Das wird eine große Konfrontation hier geben. Und wir haben nur noch 44 Sekunden und ich lasse hier schon wieder mal das mein Elixier überlaufen. Riese und der gegnerische Babydrache ist auch kaputt hinüber. Und wir haben nur noch der Gegner hat nur noch 44 Lebenspunkte auf seinem Turm. Sieht gut aus, da könnten wir auch einfach einen Feuerball draufschmeißen, aber das wäre jetzt zu einfach. Unser Riese macht das schon, der hat das Rennen hier gemacht, die Valkyrie besiegen wir auch. Schaffen wir es in 15 Sekunden noch auf 3 Kronen zu gehen? Ich glaube nicht, wir verteidigen das Ganze lieber mal noch ein bisschen hier. Da kommt wieder ein Riese und wir setzen jetzt einfach nur noch ein paar Truppen hier und ärgern den Gegner ein bisschen.
geben hier mal ein gutes Spiel. Hat er gut gespielt und wir haben hier jetzt in der neuen Arena gekämpft. Sieht ganz gut aus. 29 Trophäen haben wir bekommen, heißt wir sind jetzt auch endgültig über den 400 drüber. Und wir sind jetzt auch offiziell in der Knochengrube. Hier können wir jetzt Ballone freischalten. Ballone sind episch und die haben es echt drauf. 1000 Trefferpunkte, 600 Schaden. Wenn so ein Ballon auf einen gegnerischen Turm draufkommt und da auch nur eine Bombe fallen lässt, dann ist es eigentlich schon so gut wie aus. Genauso wie Riesenskelette, die habe ich aber noch nicht gezogen, auch bei meinem großen Account nicht. Die Riesenskelette laufen rum und tragen eine riesige Bombe mit sich und die machen ein bisschen Schaden. Und wenn sie besiegt werden, dann fällt diese Bombe auf den Boden und explodiert in einer riesigen Explosion und macht wirklich wahnsinnig viel Schaden. Ihr seht es hier, der Todesschaden sind 720. Stellt euch vor, einfach 720 Lebenspunkte weniger auf eurem Turm. Das ist echt, also die dürft ihr nicht in die Nähe von eurem Turm lassen. Bombentürme kann man jetzt auch freischalten. Ich glaube, über die hatte ich schon mal gesprochen. Grabsteine, die spawnen kleine Skelette draus, auch sehr nützlich. Minions, also Lakaien, sind gewöhnlich. Und die Skelette Level 1, die werde ich definitiv einsetzen. Die habe ich auch bei meinem großen Account Marcelino immer am Einsatz, denn die sind echt super, um kleine Mini-Packers oder sowas abzulenken. Die setzt du einfach hin für ein Elixier und die lenken den Mini-Packer super ab und dieses eine Elixier schafft es dann wirklich die vier Elixier oder, ja, ich glaube vier Elixier vom Mini-Packer einfach so aufzuwerten. Vier Elixier waren es, genau. Und wir haben auch noch eine Errungenschaft bekommen. Erreiche Arena 2. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Ruhm und fordern mal unseren Ruhm ein hier. 5 Erfahrungspunkte und 3 Gems waren das, glaube ich. Und wer ist denn online? 4 von 23. Vielleicht möchte ja irgendeiner battlen. Let's play Battle? Fragezeichen. Vielleicht hat ja irgendjemand Lust, uns sich hier mit uns anzulegen. Na, na? Wer traut sich? Wer traut sich mit mir zu kämpfen? Hm, na? Irgendjemand online? Hallo? Hallo? Naja, und wenn keiner online ist, dann halt nicht. Ich glaube, es im Vergleich zu Clash of Clans steht ja hier oben, wie viele Leute online sind. In Clash of Clans steht das nicht. Hier waren gerade 4 Leute aus meinem Clan online. Aber so wie es aussieht, traut sich einfach keiner gegen mich zu kämpfen. Na gut, wenn keiner möchte, dann bin ich halt jetzt beleidigt und dann halt nicht. Ja, dann gibt es nichts mehr für mich zu tun. Dann habe ich jetzt alles getan. Truhe habe ich gestartet. Die Magietruhe gibt es heute Nacht dann. Die läuft dann über Nacht mit ihren 12 Stunden. Gratistruhe öffne ich wieder in 24 Minuten. Und die Kronentruhe gibt es dann wieder in 23 Stunden und 31 Minuten. Eine neue. Und dazu werde ich dann wieder aufnehmen. Und ihr könnt dann wieder einschalten zum nächsten Part von Let's Play Clash Royale hier auf Mazes Clash Channel. Bis dahin viel Spaß mit meinen anderen Videos und ciao, ciao.